Willkommen zurück hier bei Let's Play Grandia. Ich befinde mich wieder beim Speicherpunkt, nur damit ihr auch schön die Orientierung behaltet, ungefähr so wie ich. Ich weiß nicht, seit wann diese Säulen umgekippt sind. Ich nehme mal an, seit wir in diesem Gebiet reingerannt sind. Den Silberschlüssel immer noch im Gepäck, gehe ich jetzt erstmal durch die linke Tür, um zu sehen, dass nichts da ist. Toll. Aber ihr habt es genau gesehen, es befindet sich nichts da drin. Und in der auch nicht. Gut, ihr habt es genau gesehen. Ich kann euch sagen, dass ich euch alles gezeigt habe. Gehen wir einfach mal nach rechts. Auch gut. So. Gehen wir da links. Soweit ich weiß, ist es jetzt nicht aller. Ich kann den Schlüssel hier ein. Kann ich doch? Ach, wie auch immer. Jedenfalls befinden sich hier im Boss. So, Punkt. Ach, soll mir doch egal sein. Das hier ist Boss Nummer 1 dieses Gebiets: die Massakermaschine. Da-da-da-da. So, die Massakermaschine besteht wieder mal aus zwei Teilen. Ich glaube, dem Auge und dem gesamten Körper oder sowas. Ja, dem Auge und dem gesamten Körper. Und der besitzt nur, sag ich jetzt mal ganz nett, 1800 HP. Mit einer Dreiergruppe ohne Su. Vielleicht ein wenig schwieriger. Allerdings nicht unmöglich. Ich werde einfach mal den Einschlag einsetzen. Ich habe zum Beispiel beim Feuerdrachen, habe ich gesagt, mehr als zwei Angriffe eines Bosses sind nicht tolerierbar. Es war auch nur ein Scherz. Ging eher darum, ich war so überlevelt, oder bin irgendwo auch noch überlevelt, dass das irgendwie schon, es grenzt schon an Traurigkeit, dass kein Boss mehr Schläge gegen mich durchbringt. 276 Schaden, oh, gut, gut. Wurde die Feuerpeitsche weniger interessant. Da wird das Flammengeschoss sehr wahrscheinlich doch deutlich mehr Wirkung zeigen. Hoffe ich zumindest mal. Wäre sehr nett. Vermutlich ist aber, ich sage mal, eisangriffstechnisch eher was nützlich gegen ihn. Was? Das war schon die ganze Bossmusik? Die fängt jetzt schon wieder neu an? Das ging aber schnell. Ich meine, gut. Der Kampf hat schon ein bisschen länger angefangen, aber okay. Herr Orkanmixer ist natürlich jetzt nicht die stärkste Attacke, die ich je gesehen habe. Sie ist da. Und ich kann wenigstens Eis, ich sage mal in Anführungsstrichen Eis trainieren, im Sinne von Wasser und dazu noch Feuer. Ja, er hat Wow, ich könnte Wow und sowas einsetzen, aber bei Gatwin ist es mir irgendwo wirklich egal. Das Einzige, was wir nicht wollen, ist, dass sein Auge Heilen 2 einsetzt. Das ist etwas, was wir definitiv nicht wollen. Ihr könnt euch denken, warum. Es ist einfach schlecht, wenn sich ein Boss wirklich heilen kann. Ja? Jetzt wird er sich heilen, nehme ich an. Ach nee, das war der Orkanmixer. Okay, das ist gut. Dann habe ich zwar immer noch sein Auge offen, sozusagen, aber wir können ja mal alles und jeden hier zappen. Wir haben schon lange niemanden mehr gesappt. Ich weiß, ich mag den Zauber einfach nur. Und, ja, ich weiß, das bringt nichts, wenn ich einen Angriff auf... Ach, das... Wann bitte hat sich das Auge umentschieden, dass es doch nicht, irgendein Zauber gegen mich einsetzt... was heißt ein Zauber gegen mich einsetzt? Den Körper heilen will? Wann bitte war das? Naja. Gut, der Kampf dauert jetzt wirklich ein bisschen lange. In den nächsten zwei Zügen wird er allerdings beendet, nehme ich an. Gatwin durfte jetzt nochmal draufhauen. Wir hauen am besten einfach auch nochmal drauf. Und das war's dann für die Killermaschine. Massakermaschine, Entschuldigung, mein Fehler. Riesengewinn für uns.
1000 Erfahrungspunkte und wir werden Gatwin jetzt lächeln sehen. Ja, während der gesamten Zeit mit uns ist Gatwin ein Level aufgestiegen. Aber immerhin, besser als nichts. Ja, so ein 5-Minuten-Part tut definitiv nicht gut, was das Verrutschen von meiner Kommentarspur angeht. Naja, klasse, wir haben es geschafft. Sag mal, Gatwin, wie weit ist es noch bis zum Gipfel dieses Berges? Boah, schauen wir mal. Du hast die Medizin nicht genommen? Ich hab dir gesagt, dass sie gut ist. Sie wirkt sofort nach dem Schlucken. Ich könnte das nicht nehmen. Mir tut das Kind leid. Nun, du bist müde. Ein bisschen Ruhe und Entspannung werdet ihr schnell... Ach so, Entschuldigung, mein Fehler. Warum ihr schnell Erholung bringen? Was ist... Welches Kind? Das ist ein Fisch. Keine Ahnung, worum das Gespräch da gerade geht. Ein bisschen Ruhe und Entspannung werden ihr schnell Erholung bringen. Mir ist aufgefallen, dass du gerade lange aus dem Fenster gestarrt hast. Was beunruhigt dich? Ach, bin ich wirklich nur ein Kind? Dr. Alma? Ist Justin nicht irgendwie egoistisch? Wissen Sie, mich einfach hier zu lassen und jetzt wird er größer und größer, ganz von alleine. Weißt du, in seinem Alter wachsen die Jungs wie Bohnenstangen. Die Mädchen erblühen wie Blumen. In 5 Jahren wirst du erwachsen sein. 5 Jahre noch, ja? Bis dahin werde ich... Ich weiß es nicht. Zum Gipfel sollte es nicht mehr weit sein. Wenn wir so weitermachen, sind wir in Handumdrehen da. Okay, auf geht's, Fina. Ich meine aber, wenn ich jetzt hier hochgehe, wäre da wieder ein Tor, was rein theoretisch mir den Weg versperrt. Ich bin da aber nicht ganz sicher. Nein, nein, nicht wirklich. So, oh, eine Fertigkeitsstufe höher mit dem Wasserzauber, das ist gut. Irgendwie dauern die mir viel zu lange, diese Trainingssessions mit Wasserzauber. Ich weiß auch nicht so. Wir sehen uns wieder nach dem Speichern. Und nach dem Speichern geht es eben, auch wenn ich den Schalter nochmal drücken muss, nach rechts. Denn dort müsste, könnte, würde unter Umständen ein weiterer Schlüssel liegen. Voraussichtlich ein goldener Schlüssel, aber das weiß ich nicht mehr genau. Aber das Tor geht einfach auf und die Dinger kommen raus. Das ist schlecht für mich. Und hier geht's einmal rum. Okay. Okay. Das lasse ich jetzt mal so stehen. So, das wird nicht funktionieren. Also räume ich hier eben alles auf. Bis gleich. So, die Bude ist aufgeräumt. Wir haben Zugriff auf die Schatztruhe hinter diesem Tor. Und wir erhalten ein Halk. Oh Gott. Damn you, Game. Damn you. Ist hier noch etwas? Nein. Gut, das Tor ist verschlossen. Links war nichts mehr. Das heißt, scheinbar dann doch durch die Mitte. Aber irgendwie habe ich das anders in Erinnerung. Dann wiederum, ich habe fast jeden Dungeon anders in Erinnerung. Beziehungsweise nicht in Erinnerung allgemein. Naja. Dann nehmen dieses Stückchen hier hoch. Vertrackter kann es ja eh nicht mehr werden. Wir filmen jetzt auch einfach wieder ein Riesentor mit. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Warum sind die alle wieder da? Ach, ihr... Du bist doch ein... So ein... Du dämliches, mieses Spiel. Ich hab sie schon alle getötet. Ich hab sie offscreen getötet sogar. Also, ach nee, nicht hier lang. Also, lass mich in Ruhe mit diesen Dingern. Also, ehrlich. Geht hier mal gar nicht. Wenn das Spiel jetzt noch mehr Zufallskämpfe mir anhängen will. Und es sind nicht mal Zufallskämpfe, es sind ja Kämpfe, die ich sehen kann. Arr. So, also schön außenrum. Und das Geld einsammeln. Geld regiert hier auch immer noch die Welt.
Sehr gut. Was haben wir hier? Schalter. Ja. Toll. Ich habe jetzt also Schalter gedrückt, um Gegner zu freizulassen, die einen Schlüssel bewachen. Also bis gleich. So, die Gegner sind besiegt. Der Schlüssel immer noch völlig außer Reichweite. Toll. Sehr erfreulich. Hat man wieder gar nichts gebracht. Oh Gott, ich bin so begeistert davon. Toll. The new game again. Hast du mich wieder rangekriegt? Na gut, hier haben wir den zweiten Schlüssel. Den, wie zu erwarten war, Goldschlüssel. Mit dem wir dann weiterkommen sollten. Ich werde jetzt nicht hier herabgehen, denn dann werde ich wieder von Monstern nur so überfallen. Und das ist vielleicht etwas, was wir gar nicht so sehr unbedingt wollen. Wenn ihr so seid wie ich, dann wollt ihr das. Das ist wirklich so. Wenn ihr so seid wie ich, dann, oh, dann würdet ihr jetzt da runtergehen und nochmal jeden Monster in den Arsch treten. Aber abgesehen vom Punkto Leveln würde das mir jetzt hier nicht wirklich viel bringen. Und gelevelt sind wir eigentlich schon ziemlich gut, soweit es geht. Ich könnte mehr Zeit investieren. Ich kenne auch jemanden, der Getwin hier schon auf Level 33 hat. Und naja, wie wir wissen, muss das nicht sein. Kann man aber. Was steht denn da? Na, bevor ich angegriffen werde, bitte. Da steht gar nichts. Das ist ein Ruhen. Hätte man auch ruhig hinschreiben können, aber nein. Das ist einfach gar nichts. Bombenzeugs, super. Aber so habt ihr den Angriff auch mal in Aktion gesehen. Nicht in Action, sondern in Aktion. Nur weil ich wollte und will. Wieder mit einem Flammengeschoss, was den nicht Flammenwert, sondern Feuerwert für ihn aber wieder hoffentlich ein bisschen weiter in die Höhe treibt. Auch wenn die scheinbar ziemlich resistent sind zu Feuer. Schon interessant. So, dann hier diesen Typen noch erledigen. Also ihre Peitsche haut ziemlich rein bei denen. Im Gegensatz zu ihrer Feuermagie. Was traurig ist für mich. Ja, bald wieder ein Level-Up für Fina. Das ist grandios. Grandios. Nicht grandia. Ja, und ich weiß, das ist nicht mal ein Witz gewesen. Das war einfach nur rumgeblubbere mit Buchstaben. Naja. So, wie war das hier? Okay, die Dinger verschwinden. Und das restartet das, oder? Keine Ahnung. Das wird ja toll. Das riecht doch jetzt nicht lang, ich bin doch nicht bescheuert. Das Ding ist verschwunden, soll mir egal sein, ich gehe da nicht mehr lang, nö. Das macht auch nichts. Ich will da jetzt aber nicht runter, das ist Schwachsinn. Nicht. Ah nein, damn you. Geh weg. Immer noch nicht da. Mach, dass die Brücke wieder da ist. Mach sie wieder an. Oh ja, okay. Einfach geradeaus laufen reicht auf jeden Fall. Das ist gut. Hier haben wir wieder Geld. Warum wird der Dungeon jetzt so lang? Nur mal so gefragt. Wieso? Weshalb? Warum? Naja, hier haben wir die zweite Killermaschine. Um die kümmere ich mich dann beim nächsten Mal. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.